Willkommen zurück hier bei Let's Play Tales of the Abyss. Wir befinden uns kurz vor Bartikul, nachdem ich allerdings daraus fliehen musste. Also geht's jetzt nach Südosten. Oder was, Südwesten? Egal, jedenfalls in Richtung Süden. In die Innistar Marshes. Scheinbar eine Art Sumpfgegend, die seit Urzeiten als Straße gedient hat. Mittlerweile allerdings wohl nicht mehr. Das ist Hinterhalt, oder? Arrgh. Und dann auch noch gegen solche Gegner. Super. Hätte mich ja gewundert, wenn meine Great-Anzahl dadurch gesunken wäre. Naja, jedenfalls befinden wir uns auf dem Weg zu den Innistar Marshes. Oder den Innistar Sümpfen. Nachdem wir vom König Ingobert im Stich gelassen wurden, Natalia als... Ja, wie sagt man das denn auf einem guten deutschen Weg? Sie ist als Schwindlerin deklariert worden, weil sie angeblich so tut, als wäre sie die Prinzessin, was sie nicht wirklich ist. Denn sie scheint das Kind der... Ja, ich wollte der Inbörse zu sagen, nein. Sie scheint das Kind der Nanny... der Tochter der Nanny zu sein. Merkwürdig, aber naja, so ist das nun mal. Man kann jetzt natürlich noch andere Sachen spekulieren. Aber erstmal holen wir uns Flügel, einen Pflanzenwurm, ein paar Pilze, all das ganze Zeug. Was es halt so an den Suchpunkten zu finden gibt. Ich meine, man kann nie genug Suchpunkte untersucht haben. Falls es Sinn macht, ich zweifle es. Ja, das sieht gut aus. Hier war ich zumindest noch nicht. Das sieht doch sehr nach den Sümpfen dann aus. Nehme es zumindest mal an. Zumindest könnte es das gut sein. Oh, es ist eines dieser Gebiete, die man auf der Weltkarte spielt. Nett. アシュは無事でしょうか。大丈夫よ。彼には木村助の人たちも味方をしてくれているわ。そうですよね。私のために。みんな。感謝の気持ちはオールドラントを救うことで表せばいい。 Okay, also die Sümpfe führen nach Belkent und dort angekommen sollen wir uns scheinbar mit Asche treffen. Ja, wir müssen dann natürlich auf uns Acht geben, denn dieses Gebiet fällt immer noch unter den Einflussbereich von Duke Farber. So, jetzt habe ich es aber dem Text gegeben. Aber Mew hat Angst vor diesen Sümpfen. Okay. Als würden wir hier nicht in irgendwelche Viecher reinrennen. Also, ich bitte dich. Es ist eine Weltkarte. Ja, da toll. Bewegung stark eingeschränkt. Kann nicht laufen. Ein Teil war. Einfach zu benutzen. Sehr gut, meins. Um Gottes Willen. Das kann ja ewig dauern. Ewig und drei Tage. Ist nicht deren Ernst. Das ist Bewegungsfreiheit gleich Null. Was denn? Sag ich ja. Also es gibt ein Gerücht über ein riesen ekliges Monster hier in den Sümpfen. Scheinbar stimmt's. Also scheinbar attackierte hier öfters mal ein gewalttätiges Monster, die Reisenden. Und es wurden öfter Gruppen hingeschickt, um es auszulöschen. Aber lass mich raten, dass die sind nie zurückgekommen? Auch gut, sie haben es in den Sümpfen versiegelt, eingesperrt. Indem sie Pflanzen gepflanzt haben, die... Oder Blumen, sagen wir mal lieber so. Blumen gepflanzt haben, welche das Monster nicht mag.
ただの名シーンかと思ってたけど、さっきの花見ただろ。マジ話ってことか。もう死んじゃったんじゃない？だといいのですが。Das da? Warum rennen wir jetzt? Warum rennen wir weg? Ich würde Erfahrung dadurch erhalten, Jado. Du weißt schon, ne? Das, wodurch du Level kriegst und so. Also irgendwie bin ich jetzt versucht, das auszuprobieren. そういうことです。今は逃げましょう。ラフレスの花粉が苦手なのは分かっています。それを利用すれば、湿原を抜けることは可能なはず。分かった。もし追いつかれても、すぐ逃げるぞ。Okay, wir sollen vor dem Ding wegrennen. Und das mag scheinbar diese Blumen da nicht. Okay. Warum nicht?ここ最近の出来事は彼女にとって刺激が強すぎました。気持ちの整理つくまではしょんぼりなのかな。ベルケンドに到着したら今後ナタリアをどうするのかも考えるべきなのかもしれませんね。彼女はこれ以上我々と行動を共にしない方がいいかもしれません。そんなのどうしてですか。私たちはもう一度リンゴベルト陛下に会わなければならない。もしナタリアがその時王に否定されたら、彼女はより深い傷を負うことになるかもしれません。まあ、ナタリア自身が決めるしかないのですけどね。Das Gespräch handelte jetzt um die Vorgehensweise, wie wir uns um Natalia kümmern wollen. Denn die neulichen Ereignisse, also zum Beispiel zu erfahren, dass ihr Vater nicht ihr Vater ist und so weiter und so fort, war natürlich wegrennen. でかい声出さない方がいいんじゃないか。まだ俺たちを探し回ってるかもしれないし。ルークなんかに注意された。しかし本当に出てくるとは正直私も驚きました。やっぱり倒せないのよね。普通に戦っても勝てる相手じゃないでしょうね。今はラフレスの花粉を巻きながら逃げるしかないです。このバカでかい出現をってことだよな。クソ、ナタリア大丈夫か。お気遣いなく、私なら平気です。そうか。とにかく先ほどの魔物と遭遇しても一斉に逃げますよ。慎重にかつ迅速に行きましょう。Ich glaube nicht, dass ich da noch wegkomme, so wie es will. Nein. 行きましょう。 Okay, von mir aus, dann kümmere ich mich halt um den Behemoth, sollte mir recht sein.Wir nehmen ja nur an, dass ich nicht gewinnen könnte. Der hat doch nur 90.000 HP. Also meiner Meinung nach sollte das sehr gut möglich sein, ihn zu besiegen. Natürlich nur, wenn ich vernünftig ausweiche und so weiter und so fort.Und dann natürlich dabei nicht draufgehe. Erinnert mich ein wenig an unseren Freund, den Schwert-Tänzer. Mal sehen, wo sind meine. Da sind meine Lebensflaschen. Danke. Na, oh, eine Mystikart von Tier. Sehr schön.Unschuldiger Schein. Sehr schön. Auch wenn ich jetzt im Schwarzen rumlag und deswegen eine verpasst gekriegt habe von dem Ding. Werden wir erstmal dazu übergehen, Guy wieder zu beleben. Weil Guy wichtig für mein Team ist, wie ihr wisst. Und dann werde ich beim
Schlag in die Luft total vernichtet. Gut. Oh, und geil im Overlimit. Ah, er hat versucht, den Rising Phoenix einzusetzen, aber ich nehme mal an, dadurch, dass ich jetzt ein bisschen blöde rumstand, konnte er es nicht machen. Jetzt kommt es aber dann doch. Sehr schön. Ja, 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 ich bin stolz auf meine Party. Und was sie können, kann ich auch. Sehr schön. Ich meine, das ist doch mal etwas, was wir alle haben wollen. Schöne Overlimits. Aua. Oh, noch eine Mystic Art. Diesmal von Jado. Sehr schön. Wie hat das Ding denn noch? 24.000 nur. Yes! Das funktioniert doch. Ganz langsam. Was war das? Ah, lass mich raten. Das war der Flame Burst, den das Ding eigentlich beschworen hat. Der nicht ankam, weil es aussah, als hätte ich es sowas von nicht abbekommen. Ah, dann ist ja gut. So, Jado, belebt nochmal Guy wieder. Ja, da ist es. Da konnte ich es jetzt sehr gut sehen. Das war der Flame Burst von dem Ding. Gut, gut. Oder die Flame Pillar, keine Ahnung. Jetzt belebt mich schon wieder hier. Das ist ärgerlich, aber das Ding erinnert definitiv an unseren Freund, den Schwertkämpfer. Schwertkämpfer. Und das war's. Oh wow, wir erhalten wirklich davon gar nichts. Das ist, toll. Bringt das wirklich jetzt gar nichts? Bleibt das wenigstens weg von mir? Ist nicht dein Ernst. Okay, das bringt also wirklich gar nichts. Oh, toll. Das finde ich... Ey, das finde ich richtig doof. Ich dachte jetzt, yes, jetzt habe ich das besiegt, jetzt kriege ich Erfahrung und muss nie wieder von dem Ding wegrennen, aber nö. Ah, das ist echt doof. Also wir haben nichts davon. Ich verstehe das System dahinter jetzt wirklich nicht. Also wir können nur darauf warten, dass wir abhauen können und gut. Weil wir abhauen müssen. Abgesehen davon erhalten wir für den Kampf nichts, aber wie man gesehen hat, konnte ich es trotzdem besiegen. So. Soll es eben da bleiben, mir doch egal. Nicht eben hier lang. Da ist irgendwas aufgetaucht. Was soll ich denn da machen, wenn das einfach mal eine Cutscene ergibt, wo ich im Prinzip als sein Opfer auserkoren wäre? Ist doch schwachsinnig hier. Also ehrlich. Für mich ein völliger Fail, was das jetzt angeht. Weil ich verstehe jetzt nicht, was das von mir will. Wenn ich da nicht lang gehen kann und da nicht lang gehen kann, dann gehe ich da lang. Dann sehe ich, da hat es plöpp gemacht. Okay, dann gehe ich hier lang. Weil es da links plöpp gemacht hat. Und dann hat es da plöpp gemacht. Oh Gott. Ist doch schwachsinnig. Ja, das ist was anderes. Toll. Also... Ich mag die Sümpfe definitiv nicht. Weil es ist bisher für mich ziemlich random. Und ich verstehe nicht mal, was das Spiel von mir will. Das Ding wird gleich wieder reagieren oder so, schon mal verteidigen. So. Bäume. Toll. Wieder ein umgefallener Baum. Toll. Wenn das Ding sterben. Ah! Ich wollte schon sagen, wenn das Ding sterben würde, wäre es deutlich interessanter für mich. Und dann ist es gestorben und dann war gut. Und ich sah, dass es gut war. So nach dem Motto. Ritterhelm. Wäre sowas, ne? Ein Knighthelm. Ja,
raus. Ob ich Holy Ring behalte ich lieber. Aber trotzdem, ich verstehe den Sinn des Monsters nicht wirklich. Alles, was ich sehe, ist, dass es hier Zombies und sonst was gibt, aber das Monster ist ja völlig schwachsinnig. Dämlicher Behemoth da. Ist das ein Schweinchen? Das war ein Schweinchen, oder nicht? Krasse Sache. Ich find's klasse. Ich werde hier attackiert von Wildschweinen mit Waffen. Auch wenn ich theoretisch ein bisschen... Okay, also jetzt haben wir ziemlich viele Mystikals gesehen in einem Video. Sehr schön. Sonst hätte ich sie theoretisch irgendwann mal einwechseln müssen, aber so haben wir schon mal einen Großteil der Techniken gesehen, die wir wohl lernen werden. Wo ich nichts gegen habe. So, hier sind die ganzen weiteren Bäumchen, wo ich halt lang gehen darf oder soll oder wie auch immer. Die Bäumchen finde ich allerdings nervig zum Leveln. Die Fische da vermutlich weniger. Das werden wir ja sehen. Ja, nicht getroffen, aber gut dabei ausgesehen habe ich dann doch. Finde ich immer gut. Ja, ja. Richtigen Gegner anvisieren beim Attackieren wäre schon ganz praktisch. Wenn der Bildschirm nicht mehr schwarz wäre, könnte ich weiterlaufen. Danke sehr. Mach Bild! Geht doch. Also müssen wir scheinbar wirklich hier lang, wo ich lang gehen wollte, bevor wir die erste Cutscene über das Monster bekommen haben. Ich verstehe es immer noch nicht wirklich, aber ich mache einfach mal. Oh, eine Mystic Rod. Ist sie besser als der Genius Gwen? Shakujo, der Lollipop, Shubido, Mystic Rod. Ja und nein. Und da es ja und nein ist und hier bestmöglich weiterhin sich doch verlassen sollte auf Phonic Arts, sollte ich dann auch mich bestmöglich auf dieses Ausrüstungsstück verlassen, würde ich mal sagen. Das würde man uns wieder mitfrischen. Das Wildleben interessiert uns nicht, aber die Menschen. Aua. Du bist kein Schreck. Mein Ton spielt verrückt, also werde ich gleich hier einen Cut einlegen für mich. Damit alles in Ordnung ist für mich. So. Ihr verpasst natürlich auch nichts, keine Sorge. Es wird nur unter Umständen einen kleinen flashigen Effekt geben und dann ist schon wieder zack, bin ich wieder da. Und benutze die restliche Videozeit. Und was ist jetzt schon wieder toll? Also ist toll, super. Ich verstehe es nicht. Es ist mir auch egal. Ist nur irgendwie schade, jetzt haben wir mal einmal eine Art Legende über ein Monster und dann darf ich es nicht bekämpfen. Weil, wegen... und so. Naja, also jedes Mal, wenn ich jetzt da lang gehen will, kommt es trotzdem. Was ich auch nicht verstehe. Ich verstehe es nicht. Das macht für mich keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Da denke ich mir, dann gehe ich da lang, dann ist es da und dann gehe ich da trotzdem nicht lang gehen und ich komme da sogar mit deiner verblöden Cutscene da nur rein. Das ist doch schwachsinnig. Wird jetzt auch hier auftauchen, scheinbar. Ich drück schon in die andere Richtung. Was ist jetzt los? Oh, hi. Shimatta! Mazui! Anise! Laughless no kakun wo! Hi! Was? Ima no uchi ni koko wo hanare yo! Wofür war das? Die Schwäche des Monsters. Wofür war das? だよなぁ
もあんなでっかい魔物がこんなものに怯えるとは。似たような事例を知っています。おそらくラフレスの花粉が魔物の脳神経を刺激するのでしょう。へえ、たかが花粉でそんなことになるんだ。この世にはもっともっと信じられないようなことがまだまだ存在しますよ。このように小さな花粉でもあのような大きな魔物を退ける力がある。不思議なものですね。あんなデカブツがたかだか花粉ごときにやられちまうって考えたら大したことないよな。そうだろ、ナタリア。そうですわね。Okay, kann ich nicht einfach mit Viereck ein bisschen Pollen rumschießen oder so? Na egal. Was können wir für Natalia tun? Nichts. Guy の顔見てんの嫌だろ。仲間なんだしさ、俺たちが励ましてあげないと。あなたは本当に優しいのね。天然だけどな。前に天然って言われるとはな。天然ですもん。お前も天然だっつうの。ともかく、ナタリアはこれからも大変だと思う。私たちは力になれればいいんだけど。そうだな。Naja, naja. Doch, warum darf ich da nicht lang? Wenn ich jetzt 30.000 Mal da fliehen muss, ich hol mir diese scheiß Ruhe. Gott! Ich verstehe den Sinn dahinter einfach nicht. Punkt. Ich verstehe ihn nicht. Wenn ich da völlig random reinrenne und jetzt ein Stück nach oben gehe, dann kommt es wieder, dann renne ich weiter und so fort und irgendwann habe ich die Truhe dann und dann muss ich das selber wahrscheinlich rückwärts machen oder was. Oh Gott. Ich war mich interessiert, was dieses Monster angeht. Ich hoffe mal, das wird irgendwie auch mal geklärt. Nicht, dass es am Ende einfach nur heißt, das Monster ist halt da und dann kümmern wir uns im Prinzip hinterher gar nicht mehr drum, sondern irgendwas... Ja, Teufel, Geld. Ja, dass da irgendwas hintersteckt halt. Sonst fände ich das ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich gestehen. Ja, toll. Noch mehr von dem Monster. Hallo! Und zum dritten Mal begegnen wir uns, mein Freund. Und zum dritten Mal renne ich weg. Tschüssi! Hey. Gut, ich hätte vielleicht nicht springen sollen, weil das scheinbar die Zeit jetzt verlängert hat. Aber egal. Egal. Ja, dann taucht es nochmal auf. Dem Ding kann man jedenfalls in den Sümpfen nicht entkommen. Und bisher habe ich noch keine... ich sag mal, ich habe kein Areal gefunden. Abgesehen vielleicht von der Brücke, auf denen meine Charaktere schneller laufen. Also ist das auch völlig sinnlos. Ja. Egal. Toll, der Fischkopf hat mich lieb. Und die Sümpfe scheinen ziemlich groß zu sein. Wow. Das wollte ich nicht unbedingt. Aber egal. Aber es ist halt echt seltsam. Ja, ich verstehe den Sinn dahinter einfach nicht. Na? Na? Toll. Also, ich sollte mich nicht auf eine Technik versteifen wollen. Bleibe ich einfach mal bei dem Gedanken. Na komm, lauf, lauf, gut. Da sind ein paar dieser Blumen, da oben waren wir. Keine Ahnung, ich gehe jetzt mal zu den Blumen, gucke, ob ich damit irgendwas machen kann. Scheinbar tendiert das Spiel zu der Antwort, nein, darfst du nicht. Drain Ward. Das ist sowas. Leicht. Resistent gegenüber Feuer, 50%ige Chance, schwach zu verhindern. Okay. Schwach sagt mir gerade zustandsveränderungstechnisch gar nichts. Was aber nicht heißt, dass es irgendwie uninteressant ist. Ich habe nur momentan ja keinen Gegner gefunden, den das irgendwie beeindrucken würde. So.
Einfach mich mit Galien fett. Au, 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 au. Einfach da hinstellen und wir machen das. Ich mag diese Technik, auch wenn sie scheinbar bei mir mehr oder minder eher in die Hose geht, anstelle von wirklich das machen zu tun. Ach, egal, egal. Jedenfalls funktioniert es nicht immer so, wie ich das haben möchte. Fertig. Lass mich raten, hier kommt das Monster wieder. Nein, tut es nicht. Night Guard. Okay. Beeindruckend, dass es bisher nicht kommt. Dafür der Baum. Hilfe! Das ist ein Baum! Da klebt mir mal am Arsch! Aha! Das ist eine Kauquappe und sie klebt mir auch am Arsch. Oder zumindest rennt sie mir vor die Füße. Was bitteschön war das für ein Spritz von unserem Luke? Ja. Eine sehr schöne Technik. Und ein Level Up für unseren guten Freund Luke. Sehr schön. Problem ist nur, ich renne hier rum, hab keine Ahnung, wo ich bin. Ob ich richtig gehe. Da sind Blumen. Toll. Ich habe dieses unschöne Gefühl, dass ich hier wieder reinrennen darf, weil ich gerade völlig planlos rumrenne. Ich will nicht nochmal in die Sümpfe. Die Sümpfe sind doof. Gut, die Sümpfe hatten Geld, aber ich meine, wir haben einen Boss, der ein Boss ist, den man nicht besiegen kann, weil wegen wurde noch nicht geklärt. Und wie gesagt, wenn es weiterhin nicht geklärt wird, finde ich es wirklich eher traurig, beziehungsweise ein bisschen lahm, wenn sie mir jetzt keine Begründung liefern, warum ich ihn nicht besiegen kann. Das ist zumindest jetzt meine Denkweise, was das angeht. Wo ist der Speicherpunkt? Yay! Da werde ich wahrscheinlich mitten in den Sümpfen Schluss machen müssen, weil ich nicht mehr rauskomme. Ich hätte gedacht, ein halbes Stunde Video reicht dafür, aber nein, ich musste ja auf den ersten Kampf mit dem Behemoth einfach mal ausrichten, um zu sehen, dass es wirklich nicht gut ist. Aber bitte, wer rechnet denn damit? Ich hätte gedacht, das ist dann so eine Art, ja, kämpf nicht gegen den. Der ist momentan vom Level her zu heftig für dich. Lass es einfach. Komm später wieder. Aber der erinnert mich ja so ein bisschen an den, na toll, hier stecke ich total fest. Oh Gott. Das heißt also, ich werde zum letzten Speicher. Ah ne, da kann ich runter. Schön, okay, okay. Der erinnert mich so ein bisschen an den Midgar-Solom vom Final Fantasy VII. Den konnte man auch nicht besiegen. Trotzdem hat man versucht. Zumindest einmal. Und wenn man dann noch am besten sich so aufgebaut hatte, dass man ihn besiegen konnte, dann bemerkte man, dass es den in endliche Ausführung gibt. Also von daher, ich weiß auch nicht. Ein wenig unnütze halt, ne? Abgesehen von seiner Technik, aber das ist ein anderes Spiel, da muss ich jetzt nicht drüber reden. Ich will einfach nur aus den Sümpfen raus. Denn ich mag die Sümpfe nicht. Ich glaube, man kann auch verstehen, warum. Und warte, jetzt blockiert er die Brücke, oder was? Ha? Nein, tut er nicht. Mitten im Sumpf. Okay, eine Pause. ナタリアは公共事業を取り仕切ってるんだ。その収益を病気の人とかに施したいとか。尊敬されてんだよ。ルークが王子だったら、ただ王室で贅沢三昧だな。異性者も個人の資質が重要ってことね。そう。バチカルのみんなは、キムラスカの王女じゃなくて、ナタリアが好きなんだよな。でも、お父様。陛下がどうしても君を拒絶するなら、 マルクトに呼で、君なら大歓迎さ。あなたよく真顔でそんなことを言えますね。おーい、害にたぶらかされてマルクトに亡命するなよ。
それよりインゴベルト陛下に対してもらってナタリアが女王様になれば。 Also fassen wir mal zusammen. Ihr geht's immer noch schlecht. Was heißt immer noch? Aber es geht hier schlecht wegen der letzten Ereignisse. Und Guy lädt sie im Prinzip ein, wenn er nicht wieder zurück, also wenn sie nicht wieder zurück will, dass sie einfach nach Malkuth kommen soll, weil sie dort auf alle Fälle mit offenen Armen empfangen werden würde. Jetzt sagt Hanis, dass wir einfach King Ingobert vom Thron setzen und Nataya zur Königin machen. ナタリアの笑顔を取り戻す手伝いができて嬉しいよ。なんだか照れてしまいますわ。忘れてましたわ。ごめんなさい。Ja, jetzt hat Guy sie aufgeheitert, aber eine Umarmung ist immer noch nicht drin. Ne. Naja, ich werde jetzt hier verbleiben und erstmal speichern, weil das dauert jetzt schon wieder alles viel zu lange. Wir sehen uns dann morgen wieder beim nächsten Part von Let's Play Tales of the Abyss, wenn wir hoffentlich durch die Sümpfe kommen und endlich weitermachen können mit der Story. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss.